Herr Bundeskanzler, Herr Bundesratspräsident, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Exzellenzen, sehr geehrter Herr Professor Lustiger, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, verehrte Gäste, meine Damen und Herren. In einem Gespräch im deutschen Fernsehen antwortete Hannah Arendt vor Jahrzehnten auf die Frage, was für sie vom Europa der Vorhitlerzeit geblieben sei. Geblieben ist die Sprache. Wir kommen heute im Plenum des Deutschen Bundestages zusammen, um in unserer Sprache, die einmal die Sprache der Täter, der Verbrecher und Mörder war, der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu gedenken. Zur gleichen Zeit wird in Auschwitz, dem entsetzlichsten Ort der europäischen Geschichte, in den Sprachen der Opfer und der Befreier an das furchtbare Geschehen erinnert. Denn der 27. Januar ist der Tag, an dem Auschwitz befreit wurde. Es ist der Tag, an dem zumindest in diesem Lager das Grauen ein Ende hatte, heute vor genau 60 Jahren. Es ist der Tag, an dem offenbar wurde, was Menschen anzutun in der Lage sind. Wir gedenken heute aller Opfer des Nationalsozialismus. Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Opfer der Militärgerichtsbarkeit, Behinderte, Opfer der Euthanasie, Kriegsgefangene, politische Häftlinge, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Frauen und Männer des Widerstandes und alle anderen, die während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gequält und ermordet wurden. Die Reihenfolge dieser Aufzählung stellt keine Wertung dar. Jedes Opfer hat das gleiche Recht auf Anerkennung und Würdigung. Unser Gedenken gilt allen, die unermessliches Leid erlitten, denen die Würde genommen wurde, die ihr Leben verloren. Und es gilt allen, die, auch wenn sie die infernalische Todesmaschinerie überlebt haben, doch an ihr zerbrochen sind. An dem zugefügten Schmerz, an dem Verlust des Glaubens an die Menschlichkeit, an der Unbeschreiblichkeit dessen, was geschehen ist. Wir sind dankbar, dass an unserem Gedenken im deutschen Parlament Zeitzeugen und zahlreiche Vertreter von Institutionen und Verbänden teilnehmen, die ich herzlich begrüße. Ein besonderer Gruß gilt dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel. Ich begrüße Wolf Biermann, der aus dem großen Gesang des Yitzhak Katzenelson vom ausgerotteten jüdischen Volk vortragen wird, den er aus dem Jiddischen, der Sprache so vieler Opfer, ins Deutsche übersetzt hat. Er kommentiert dies selbst so: Dass ich dieses jiddische Epos nun ausgerechnet in die Sprache der Mörder transportiere, soll keinen irritieren. Mein Deutsch ist ja nicht das von Hitler und Co. Es ist gemacht aus der Muttersprache von Oma Mäumer und Emma Biermann in Hamburg. Meine Sprache hat sich gebildet an der Vatersprache von Hölderlin, Heinrich Heine und Meister Brecht.
Die wirkliche Sprache der Mörder ist der Mord. Wir erinnern heute an alle, die das nationalsozialistische Unrechtsregime zuerst entrechtete und dann quälte und ermordete. Aber wir gedenken heute auch besonders derer, die sich ihren Unterdrückern trotz ihrer aussichtslosen Lage widersetzten. Arno Lustiger, der selbst mehrere Jahre im Untergrund lebte, hat unermüdlich an sie erinnert. Nur wenige wissen von den jüdischen Frauen und Männern, die den Mut und die Kraft zum Widerstand fanden. Ich möchte an die unbekannte jüdische Frau erinnern, die am 23. Oktober 1943 auf der Rampe in Auschwitz einem SS-Mann seine Pistole entriss. Sie konnte zwei SS-Männer töten und die anderen Frauen des Transports zur Gegenwehr ermutigen. Gegen das organisierte Morden schlossen sich im Jahr 1943 Häftlinge verschiedenster Nationalitäten zur Kampfgruppe Auschwitz zusammen. Sie halfen einander mit Medikamenten und Nahrung. Sie dokumentierten die Verbrechen der SS und organisierten Fluchten. Trotz strengster Bewachung konnten über 660 Gefangene fliehen. Widerstand äußerte sich auch in Sabotageakten oder im Versuch, einen Aufstand vorzubereiten. Dieser Aufstand fand am 7. Oktober 1944 statt. Dabei gelang es, mindestens eine der Gaskammern zu zerstören. Die Juden, die Widerstand leisteten, wussten, dass sie äußerst geringe Chancen hatten. Sie gingen sehenden Auges in den Tod, aber aufrecht und im Bewusstsein, sich bis zuletzt gewehrt und ihre Würde gewahrt zu haben. Die Täter ihrerseits hatten jedes Interesse daran, nicht nur das Leben der Widerstandskämpfer zu vernichten, sondern auch jede Erinnerung an sie und ihr Tun. Ihnen, den Helden des jüdischen Widerstands, hat Arno Lustiger sein schriftstellerisches Werk gewidmet. Die Juden ließen sich nicht wie Schafe wehrlos zur Schlachtbank führen. Diese Behauptung ist lediglich der letzte Mythos über den Holocaust. Sie verleumdet die Opfer, die Widerstandskämpfer und die Überlebenden. Wir sind dankbar dafür, dass sich Arno Lustiger bereit gefunden hat, heute im Bundestag zu uns zu sprechen. Arno Lustiger musste als Häftling die Konzentrationslager Auschwitz, Großrosen, Buchenwald und Langenstein und die Todesmärsche erleben. Dennoch gehörte er nach dem Krieg zu den Mitbegründern der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main. Er setzte sich aktiv für die Erneuerung des jüdischen Lebens in Deutschland ein. Bis heute engagiert er sich für die Aufarbeitung der Beziehungen zwischen Juden und Deutschen. In unzähligen Gesprächen, Diskussionen und Publikationen erzählt er sein persönliches Schicksal und die Geschichte der europäischen Juden im 20. Jahrhundert zur Mahnung und Warnung an künftige Generationen. Bis heute fällt es uns schwer, wie sollte es auch anders sein, uns dem Grauen unserer Geschichte zu stellen. So gut wir inzwischen die historischen Tatsachen der Judenvernichtung kennen, so wenig sind wir imstande, das Geschehene zu begreifen. Wie konnte Politik in einem vormals demokratischen Staat in unserem Land dazu verkommen, die systematische Vernichtung ganzer Völker kaltblütig zu planen und mit organisatorischer Perfektion umzusetzen? Wie konnte es geschehen, dass Deutsche so erbarmungslos folterten und mordeten? Warum sahen so viele tatenlos zu? Gerade weil wir uns die Brutalität der Täter und die Leiden der Opfer nicht vorstellen können. Was Auschwitz wirklich war, das wissen nur die Häftlinge. Die Ermordeten können es uns nicht sagen. Gerade deshalb müssen wir daran erinnern und gemeinsam immer neu nach einer Sprache gegen das Vergessen suchen. Die verpflichtende Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen ist Teil unserer moralischen und politischen Identität. Unser Grundgesetz verpflichtet uns, die Würde des anderen, die Würde des Menschen zum unbedingten Maßstab unseres Handelns zu machen. Es geht eben
nicht nur um Vergangenheit. Es geht nicht um richtige oder falsche Schuldzuweisungen, sondern um die aus der beschämenden Erinnerung erwachsende Verantwortung in der Gegenwart und für die Zukunft. Im Blick darauf gibt es aktuellen Anlass zu Beunruhigung und zu erneuertem Engagement. Rechtsextremistische Einstellungen sind in Teilen der Gesellschaft fest verankert. Das müssen wir seit vielen Jahren beobachten, so bitter es ist. Rechtsextreme Politiker haben jüngst in einem deutschen Parlament gewagt, die Barbarei des Holocaust zu relativieren und den Opfern den Respekt zu verweigern. Die Abgeordneten der NPD in Dresden haben ihre Maske fallen lassen und es ist für jeden endgültig sichtbar, es sitzen wieder Neonazis in einem deutschen Parlament. Das ist eine Schande und das ist eine Herausforderung für uns alle. Das demokratische Deutschland ist nicht wehrlos. Ich meine damit nicht allein die Macht des Staates und die Pflichten der Justiz. Als Demokraten müssen wir auch und vor allem die politische Auseinandersetzung mit den Rechtsextremen suchen. Und diese Auseinandersetzung müssen wir offensiv und überzeugend angehen. Wir dürfen denen unsere Sprache und unsere Plätze nicht überlassen. Wegschauen, ignorieren, schweigen, all das dürfen wir Demokraten nicht. Und eines ist besonders wichtig. Wir Politiker müssen diejenigen unterstützen, die sich tagtäglich couragiert und mutig den Rechtsextremen entgegenstellen. Ob Bürgerinitiativen oder Jugendgruppen, sie brauchen unsere Aufmerksamkeit und unsere auch finanzielle Unterstützung, denn sie treten für unsere Demokratie und ihre Werte ein und sind dabei häufig selbst Opfer rechtsextremer Gewalt. In diesen Tagen und Wochen erinnern sich viele Menschen in unserem Land an das Ende des Krieges und an die Leiden des Krieges. Meine nachdrückliche Bitte ist, in Dresden und überall in Deutschland müssen wir verhindern, dass die Erinnerung an die deutschen Opfer und die Trauer über das Leid auch der Deutschen missbraucht wird für neonazistische Propaganda. Es ist verständlich und legitim, mit Trauer an das eigene Leiden zu erinnern. Aber das darf niemals und nirgendwo dazu dienen, die Nazi-Verbrechen zu relativieren und zu beschönigen. Dem zu widerstehen und zu widersprechen, ist Sache aller anständigen Deutschen, aller Bürger. Dass Deutsch nie mehr die Sprache des Mordes, des Antisemitismus, der Menschenfeindlichkeit, der Lüge und der rassistischen Vorurteile wird, dazu verpflichtet uns der heutige Gedenktag für immer. Herr Bundestagspräsident, Herr Bundeskanzler, Herr Bundesratspräsident, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Exzellenzen, meine Damen und Herren, als ich Ihre Einladung erhielt, heute vor dem Bundestag zu sprechen, war ich tief bewegt, auch weil mir bewusst wurde, welche Ehre und zugleich welche große Verpflichtung mir damit zugefallen ist. Am 27. Januar 1945, heute vor 60 Jahren, war ich noch nicht befreit. Ich hatte schon drei KZs hinter mir, Sosnowitz, Annaberg und Osmut. Als Häftling Nummer A5592 des 4. des KZ Auschwitz-Blechhammer wurde ich am 21. Januar 1945 mit 4000 anderen Kameraden bei minus 20 Grad auf den Todesmarsch
über Schlesiens verschneite Straßen geschickt. Es gab keine Verpflegung, dafür aber wegen jeder Kleinigkeit viele Schläge. Vielen Kameraden erfuhren Hände, Ohren und Zehen. Wer nicht marschieren konnte, wurde erschossen. Nur die Hälfte von uns erreichte das KZ Großrosen. In den 10 Wochen zwischen Ende Januar und 8. Mai 1945 überlebte ich den Todesmarsch von Auschwitz, die Hölle des KZs von Großrosen, das KZ Buchenwald, die furchtbare Maloche in unterirdischen Stollen, im KZ Langenstein im Südharz, wo die Lebenserwartung nur 4 Wochen betrug, den Todesmarsch von Langenstein Mitte April, die Flucht, die Gefangennahme, die misslungene Erschießung durch Vollsturmmänner bis zur Rettung durch die amerikanische Armee. Am 8. Mai 1945 feierte ich, nun uniformierte und bewaffnete Dolmetscher der US Army, mit meinen Rettern das Kriegsende und auch meinen 21. Geburtstag. Diese doppelte Feier werde ich nie im Leben vergessen. Nun etwas Allgemeines zu den Todesmärschen. Zwischen November 1944 und Mai 1945 wurden etwa 700.000 Häftlinge, 200.000 von ihnen Juden, bei der Räumung und Liquidierung der KZs in Polen und Deutschland auf etwa 100 Todesmärschen durch ganz Deutschland getrieben. Es wird geschätzt, dass über die Hälfte von ihnen umgekommen ist. Sie wurden erschossen, in Scheunen verbrannt, sind verhungert oder an Seuchen gestorben. Bis heute gibt es keine Gesamtdarstellung dieser sich auf Deutschlands Straßen abspielenden tausendfachen Tragödien, dieser letzten Konvulsionen des untergehenden Dritten Reiches. Ich hoffe sehr, dass die Forschung sich dieses Thema jetzt nun annehmen wird. Einiges zum jüdischen Widerstand, den Sie, Herr Bundestagspräsident, schon ausführlich beschrieben haben. Der weithin unbekannt gebliebene Widerstand der Juden Europas und die Beschuldigung, dass sie sich nicht gewehrt haben, waren die Motivation für meine Forschung und Bücher. Diese tapferen Widerstandskämpfer wurden in der von mir konzipierten Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt im Mai 1945 vorgestellt. Meine Bücher sind deshalb auch Epitaphe auf den nicht vorhandenen Grabstein vieler jüdischer Widerstandskämpfer. Hier ein Beispiel des jüdischen Widerstandes. Die Häftlinge des Sonderkommandos in Auschwitz planten einen gleichzeitigen Aufstand und Zerstörung aller Krematorien. Am 7. Oktober, wie Sie schon bereits erwähnt haben, Herr Bundesratspräsident, Bundestagspräsident, also am 7. Oktober 1944 haben Sonderkommando Häftlinge des 3. und 4. Krematoriums, die sollten dann an diesem Tag vergast werden. Und dann brach eine spontane Revolte aus. Die Häftlinge haben die SS mit Äxten und Steinen angegriffen und setzten ein Krematorium in Brand. Die sofort alarmierte Einheit der SS ermordet diese Häftlinge gruppenweise durch Genickschuss. Die Häftlinge des Sonderkommandos am Krematorium 1 schlugen auch los. Viele Häftlinge flüchteten, töteten dabei einige SS-Männer. Von 661 Häftlingen sind 450 an diesem Tage erschossen worden. Am 6. Januar 1945 wurden 4 Heldinnen des Aufstandes von Auschwitz gehängt. Dies waren die letzten Exekutionen in Auschwitz. Und das waren die polnischen Jüdinnen Ruja Robota, Regina Safirstein, Esther Weißblum und Alla Gärtner. Sie entwendeten monatelang Dynamit für die Sprengung aller Krematorien und wurden dafür gehängt. Hier noch ein grausiges Postskriptum über die Massenmörder von Auschwitz. Himmler hat am 26. November 1944 befohlen, alle Gaskammern und Krematorien von Auschwitz zu vernichten, um die Spuren der Verbrechen zu verwischen. Jedoch mit der Ausnahme der Vergasungs- und Verbrennungsinstallation,
die Ende November 1944 sorgfältig abmontiert und ins KZ Mauthausen transportiert wurden. Danach wurde die Firma Topf in Erfurt aufgefordert, Pläne für den Bau neuer Krematorien mit 10 Einäscherungsanlagen, Öfen plus Anlagen aus Auschwitz, die eben demontiert waren, zu erarbeiten. Nach dem am 15. Februar 1945, das heißt 10 Wochen vor Kriegsende, sollten die neuen Krematorien auf einer Bahnstrecke in der Nähe des KZ Mauthausen errichtet werden. Wer sollte in diesen Anlagen verbrannt und vergast werden? Etwa die überlebenden Häftlinge der Todesmärsche? Wollten die Massenmörder noch die letzten Gefangenen in den Untergang des Dritten Reiches mitreißen? Zwei Beispiele für die Verleugnung des jüdischen Widerstandes. Schon vor Jahren musste ich mich mit einigen Historikern streiten, die den fast aussichtslosen und heroischen Widerstand der Juden in Europa verleugneten. Ein Berliner Politologe gab den ermordeten deutschen Juden den postmortalen Ratschlag, sich einfach nicht bei den Sammelplätzen zur Deportation einzufinden. Ich zitiere: Sitzstreik nennen wir das heute. Die Deportationen werden faktisch zusammengebrochen, physisch undurchführbar geworden. Zitat Ende. Ein Historiker, der den Holocaust im amerikanischen Exil überlebte, stellte die folgende These auf. Ich zitiere: Die jüdischen Opfer stürzten sich, gefangen in der Zwangsjacke ihrer Geschichte, physisch und psychisch in die Katastrophe. Die Vernichtung der Juden war somit kein Zufall. Zitat Ende. Ein jüdischer Widerstandskämpfer schrieb in seinem Tagebuch: Wir kämpfen und sterben für ein paar Zeilen in den Geschichtsbüchern. Zitat Ende. Verleugner des Widerstandes wollten diese Zeilen ausradieren. Einiges über die Auschwitz-Lüge. Der Deutsche Bundestag hat mit Wirkung vom 1. Dezember 1994 mehrere Paragraphen des Strafgesetzbuches novelliert, darunter den Paragraphen 130, Ziffern 2, 3, betrifft Volksverhetzung, nach welchem, ich zitiere, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft wird, wer die NS-Verbrechen billig, leugnet oder verharmlost. Wegen dieses Gesetzes müssen Verbreiter der sogenannten Auschwitz-Lüge wie Irving, Faurisson, Garaudy, Zündel, Leuchter und so weiter einen weiten Bogen um Deutschland machen. Manche einheimische Volksverhetzer wie der RAF-Terrorist und neonazistisch-antisemit Mahler sowie NPD-Führer Deckert landen dann im Gefängnis. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Es tut mir leid, dass es dieses Gesetz geben muss. Ich bin froh, dass es gibt. Nun einiges zur Metapher Auschwitz. Der fabrikmäßige Massenmord von Juden wird unter der Metapher Auschwitz zu vielen Zwecken missbraucht. Das Postulat "Nie wieder Auschwitz" wird damit ausgehöhlt. Und hier einige Beispiele dafür. In dem Stück "Die Ermittlung" von Peter Weiß mit Texten aus dem Auschwitz-Prozess wird die Identität der jüdischen Opfer beschwiegen. Sie fallen ins schwarze Loch der Anonymität. Der Historiker James Young schrieb dazu, ich zitiere: Das Stück von Weiß ist so judenrein wie der größte Teil Europas nach dem Holocaust. Zitat Ende. Am 13. Februar 1990, nur 9 Wochen nach dem Fall der Mauer, sprach sich der Nobelpreisträger Grass gegen die Wiedervereinigung Deutschlands aus. In einer Vorlesung in der Frankfurter Universität hat er den Zivilisationsbruch Auschwitz mit dem deutschen Verlangen nach Wiedervereinigung konfrontiert. Er sagte am Schluss, ich zitiere: Auch gegen ein Selbstbestimmungsrecht, das anderen Völkern ungeteilt zusteht, gegen all das spricht Auschwitz, weil eine der Voraussetzungen für das Ungeheure neben den älteren Triebkräften
ein starkes, das geeinte Deutschland gewesen ist. Zitat Ende. Mein Anspruch, Zwischenruf gegen diese falsche Einschätzung, ging im Beifall für Günter Grass unter. Ein weiteres Beispiel. Der Schweizer Schwindler Dösenecker, alias Wilko Mirsky, hat mit seinem Buch von 1995, das in 12 Sprachen übersetzt wurde, vorgegeben, als Säugling Auschwitz überlebt zu haben. Erst 1998 platzte dieser Betrug, den man als Produkt des Shoah-Business bezeichnen kann. Die militärische Intervention in Bosnien und in Kosovo ist von einigen Politikern mit der Metapher von Drohnen Auschwitz begründet worden. Jetzt ein letztes Beispiel. Anlässlich eines Besuches bei Arafat im März 2002 sagte der portugiesische Nobelpreisträger Saramago, dass der Geist von Auschwitz über Ramallah schwebe. Auf die Frage eines Journalisten, wo sich die Gaskammern befinden würden, antwortet er, dass in Ramallah das Gleiche geschieht wie in Auschwitz. Ich möchte jetzt ein Kapitel der deutschen Geschichte, das sehr wenig bekannt ist, nämlich über die deutschen Juden in der Illegalität und deren Rettung, versuchen. Der Begriff Widerstand wird meist auf Aktionen beschränkt, die sich auf die Beseitigung des Naziregimes gerichtet waren. Aber auch die Rettung der Juden war aktiver Widerstand und dazu oft erfolgreicher Widerstand. Deshalb ist es wichtig, über die fast unbekannten, unbesungenen Helden des deutschen Rettungswiderstandes zu forschen und zu berichten. Im September 1944 lebten in ganz Deutschland nur noch etwa 14.000 Juden, von früher 550.000. Etwa 10.000 von ihnen haben sich zum Untertauchen entschlossen. Sie haben sich selbst als U-Boote genannt. 1.400 Juden überlebten im Untergrund. Die eine Woche dauernde Demonstration der mutigen christlichen Ehefrauen im Februar 1943 in der Rosenstraße in Berlin führte zur wundersamen Rettung ihrer jüdischen Ehemänner. Vom Ende der 50er Jahre bis 1963 wurden auf Initiative des Berliner Senators Joachim Lipschitz 738 Personen als unbesungene Helden geehrt. Diesen Begriff prägte Kurt Grossmann in seinem 1957 in Berlin erschienenen gleichnamigen Buch. Als Lipschitz im Dezember 1961 erst 43 Jahre alt starb, wurde still um diese Helden des deutschen Rettungswiderstandes. Der 1923 in Berlin geborene US-Leutnant und Soziologe Manfred Wolfson versuchte 1965 von Frankfurt aus eine umfangreiche Studie zur Retterforschung zu organisieren, die jedoch wenig Interesse fand und keine akademischen oder sonstigen Sponsoren fand. Er kehrte enttäuscht 1968 in die USA, wo er 1987 starb. Im Auftrag des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin wurde im Rahmen des Projektes Solidarität und Hilfe unter Leitung von Dr. Beate Kosmala eine Datenbank geschaffen, die teils umfangreiche Datensätze enthalten, manche über 100 Einzelinformationen. Und zwar von 3000 Frauen und Männern, die an der Rettung von Juden in Deutschland, aber hauptsächlich in Berlin, beteiligt waren. Viele Retter sind längst gestorben und blieben bis heute unbekannt. Unbekannt sind auch die vielen der nicht geglückten Rettungsversuche. Hier eine andere Art von Rettungswiderstand. Etwa 30 Militärhistoriker unter Leitung von Professor Wolfram Wetter sind in den letzten Jahren der Frage nachgegangen, ob es auch Soldaten gab, die sich an den Rettungstaten für Juden beteiligten. Die Ergebnisse der Recherchen sind in den Büchern Retter in Uniform und Zivilcourage enthalten. Einen von ihnen möchte ich vorstellen. Oberleutnant Heinz Drossel rettete während eines kurzen Urlaubs in Berlin Günther und Margot von Heim sowie ihre Eltern, die als U-Boote in Berlin vegetierten. Nach dem Kriege sorgte von Heim, nun Physiker für die NASA, dafür, dass Dr. Heinz Drossel in Jerusalem und in den USA geehrt wurde.
Der Frankfurter Arzt Dr. Fritz Kahn hat sich spontan entschlossen, seine früheren Patientinnen, die Schwestern Eva und Tushi Müller, zu verbergen. Auch der 23-jährige Verlobte von Eva, Robert Eisenstedt aus Frankfurt, dem die abenteuerliche Flucht aus dem KZ Majdanek in Polen gelungen war, wurde versteckt. Die Ehefrau Margarete Kahl begleitete ihre Schützlinge auf der Bahnfahrt ins Schweizer Grenzgebiet. Zu Fuß erreichten die Flüchtigen die Schweiz im Februar 1943. Ich habe jetzt eine Frage, die ich mir oft gestellt habe und keine Antwort weiß. Leider hatten die deutschen Judenretter keine Fürsprecher, auch nicht in Jerusalem. Nur 400 Deutsche von insgesamt 20.000 wurden als Gerechte von Yad Vashem geehrt. Wenn man bedenkt, dass tausende Deutsche zwischen 1941 und 1945 vielen Juden geholfen haben und sie gerettet haben, so muss man sich über diese Unterlassungen wundern. Ich schlage vor, dass in Jerusalem noch 3 Bäume gepflanzt werden. Je ein Baum, kollektiv. Für die deutschen Judenretter, für die tapferen Frauen von der Rosenstraße und für die Retter in Uniform. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass meine Freunde Dr. Beate Kusmala, Professor Wolfram Wetter, Dr. Eugen Kahl, Sohn der Retterfamilie, und Professor und Dr. Heinz Drossel heute unter uns sind. Sie sind hier. Nun einige Worte, die mich als Juden ein wenig schmerzen. Antisemitismus, Antizionismus. Seit meinem 8. Lebensjahr, schon als zionistischer Pfadfinder, war der Zionismus, der ein Traum von einem eigenen Judenstaat war, eine Konstante meines Lebens. Für diese Idee habe ich viele Jahre als auch Bundesvorsitzender der zionistischen Organisation in Deutschland gewirkt. Der Hass auf Israel und seine Menschen, die Verweigerung des Lebensrechts des Judenstaates durch die arabisch-muslimische Welt, die Gewalt gegen Juden und ihre Institution erfüllt mich mit Schmerz und Zorn. Demgegenüber gehört die Existenz Israels in sicheren Grenzen und die Unterstützung des Judenstaates zu den Konstanten der bundesrepublikanischen Politik. Deutschland ist nach den USA der wichtigste Verbündete und Partner Israels. Das war und ist immer Konsens gewesen. Und dafür sind wir Juden in Deutschland sehr, sehr dankbar. Die deutschen Linken haben oft an diesem politischen Konsens gerüttelt. Deshalb schrieb 1975 der bekannte Literaturhistoriker und engagierte Linker Hans May Folgendes, ich zitiere: Wer den Zionismus angreift, aber beileibe nichts gegen die Juden sagen möchte, macht sich und anderen etwas vor. Der Staat Israel ist ein Judenstaat. Wer ihn zerstören möchte, erklärtermaßen oder durch eine Politik, die nichts anderes bewirken kann als solche Vernichtung, betreibt den Judenhass von einst und von jeher. Zitat Ende. Im gleichen Jahr 1975 verurteilte die UNO auf Betreiben des Ostblocks und der arabischen Staaten den Zionismus als Rassismus. Erst im Dezember 1991 hat die UNO diese ihre Schande beendet, indem dieser Beschluss annulliert wurde. Der Antisemitismus und besonders dessen islamische Prägung sollten aber nicht alleine die Sorge der Juden sein. Denn in Europa wirken Kräfte, die unsere gemeinsame Zivilisation ins Mittelalter zurückbauen wollen. Der Islamwissenschaftler Professor Bassam Thibi hat darüber geschrieben. Ich zitiere: Erst dann, wenn die deutsche Öffentlichkeit dieser Bedrohung in angemessener Weise entgegentritt, wird man davon sprechen können, dass sie die Lehren der deutschen Vergangenheit wirklich verstanden hat. Zitat Ende. Einen großen Beitrag zu Desinformation über Israel und deren Folgen für die Juden leisten leider auch einige Medien,
die mit ihren einseitigen, überzogenen Kritik an Israel, wo sich über 800 Auslandskorrespondenten gegenseitig auf die Füße treten, darf ich mit dem Spruch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 2, um Folgendes sehr, sehr freundlich bitten. Dabru elelef Jerusalem. Redet freundlich über Jerusalem. Einige Worte zur Berliner Konferenz, die Herr Außenminister Fischer hier in Berlin veranstaltet und zu der 55 Vertreter von OSZE-Staaten teilgenommen haben. In seiner Eröffnungsansprache sagte der Außenminister Fischer, der wie Wolf Biermann und nicht Träger des Heinz-Galinski-Preises ist, unter anderem Folgendes, ich zitiere, solange sich jüdische Menschen in unseren Ländern nicht sicher, nicht wirklich zu Hause fühlen, solange Synagogen, jüdische Schulen und Kindergärten von der Polizei geschützt werden müssen, solange Politiker mit antisemitischen Ressentiments auf Stimmenfang gehen, solange müssen wir uns der Bedrohung durch den Antisemitismus gemeinsam stellen. Zitat Ende. Und ich danke Ihnen herzlich, Herr Minister Fischer, dafür. Hier eine persönliche Reflexion. Als ich vor über 50 Jahren die jüdische Gemeinde in Frankfurt mitgründete, wäre mir nicht im Traum eingefallen, dass unsere Synagogen und Gemeindehäuser noch heute, 50 Jahre später, polizeilich bewacht werden müssen. Gott, Jesus und Mohammed sei Dank, dass Moscheen und Kirchen dieses Schutzes nicht bedürfen. Die Vorgänge im Sächsischen Landtag, die Sie schon erwähnt haben, Herr Bundestagspräsident, bestätigen leider die Sorgen vieler Demokraten in Deutschland. Ist es nicht an der Zeit, dass deutsche Verfassungsrichter ihre Samthandschuhe ausziehen, wenn es sich um die Feinde unserer Verfassung und unserer Demokratie handelt? Nun versuche ich eine Antwort auf eine Frage zu geben über die Zukunft der Erinnerung. Vor 5 Jahren stellte der Bundespräsident Roman Herzog, der diesen Gedenktag im Bundestag initiierte, die besorgte Frage. Hat die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis in Deutschland eine Zukunft? Ich möchte die Frage mit einem kräftigen Ja beantworten. Und ich gebe hier auch den Beweis. In Deutschland gibt es rund 150 Gedenkstätten in ehemaligen KZs, Zuchthäusern, Synagogen und so weiter. 98 von ihnen sind große Gedenkstätten an Orten des Geschehens, die ständig geöffnet sind und pädagogische Programme durchführen. Sie werden von über 3,5 Millionen Menschen im Jahr besucht. Das zweibändige, über 1800-seitige Nachschlagewerk Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus enthält Beschreibungen von sage und schreibe 6100 Mahnmalen, Grabstätten, Gedenktafeln und so weiter in Ost- und in Westdeutschland. Das alles bildet ein wahres, imposantes Netzwerk des Gedenkens. In diesem Jahr feiern die Leo-Beck-Institute zur Erforschung der Geschichte deutscher Juden in New York, London und Jerusalem ihr 50-jähriges Bestehen. In jedem der bisher erschienenen 49 Yearbooks des LBI wird neben den mehreren Essays eine fortlaufend nummerierte Bibliografie abgedruckt, die heute, Sie werden es nicht glauben, 43.678 Titel endet. Die deutschen Juden sind somit die am umfangreichsten dokumentierte Gemeinschaft der Welt und das geschieht alles auch mit Unterstützung der jeweiligen Bundesregierung. Und dafür danke ich sehr. Das Jüdische Museum in Berlin wurde seit dessen Eröffnung im Jahre 2001 von über 2,3 Millionen Menschen besucht. 2000 Mikrofilme sind dort gelagert, das entspricht einer Regalfläche von 100.000 Metern. Und zwar sind sie gelagert in der Dépendance des LBI-Archivs New York im Jüdischen Museum. Sie bilden die Datenbasis dieses Museums. Neben dem Museum in Berlin ist das Jüdische Museum in Frankfurt das Wichtigste,
Außerdem gibt es noch 10 weitere jüdische Museen in Deutschland. 28.000 Menschen sind in 83 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit mit dem Gedanken der Toleranz und Freundschaft unter den Konfessionen verbunden. 48 deutsch-israelische Gesellschaften mit über 5.000 Mitgliedern bilden ein menschliches Bindeglied zwischen den beiden Ländern. In der Bibliothek Germania Judaica in Köln sind hunderte von Bänden zur Lokalgeschichte der Juden in Deutschland archiviert, von Aachen bis Zittau. Nach 1945 haben viele Lokalhistoriker Geschichten der jeweiligen jüdischen Gemeinden erforscht und veröffentlicht. Im Rahmen der seit 1958 bestehenden christlichen Aktion Sühnezeichen arbeiten Zehntausende junge Deutsche bei 120 Projekten in 13 Ländern und leisten freiwillige Dienste in KZs, Gedenkstätten und bei der Betreuung von Holocaust-Überlebenden. Ferner gibt es jedes Jahr 20 internationale Sommerlager. Die katholische Organisation Pax Christi verfolgt ähnliche Ziele. Es gibt 100 deutsch-israelische Städtepartnerschaften. Tausende von Jugendlichen und Erwachsenen haben Israel bereist. Und manche von ihnen, darüber freue ich mich sehr, wurden sogar christliche Zionisten. Die Organisation Schule ohne Rassismus in Berlin vergab bisher gleichlautende Auszeichnungen an 200 Schulen und Gymnasien, die jeweils einen Erwachsenen als Partner haben. Und ich bin einer von ihnen und Ihnen sehr dankbar, Herr Bundestagspräsident, dass einige meiner lieben Patenkinder aus dem Ausland zu dieser Feier eingeladen wurden. Seid herzlich gegrüßt, lieber junge Freund aus dem Saarland. Ein kleines Resümee. In Deutschland wirken in den beschriebenen Institutionen Abertausende von Menschen, die die Last der Vergangenheit auf sich genommen und sie an ihre Kinder und Enkel und ihre Mitbürger weitergegeben haben. Mit vielen von ihnen bin ich seit Jahren in der gemeinsamen Arbeit gegen das Vergessen tief verbunden. Sie sind meine Brüder und Schwestern im Geiste. Ihnen allen gelten heute meine allerherzlichen Glückwünsche. Grüße. Nun einiges zum Holocaust-Denkmal hier in Berlin. Im biblischen Buch Exodus, Kapitel 33, 12, heißt es: Ve'amarta yadicha Hashem. Ich habe dich beim Namen genannt. Schon immer war ich der Meinung, dass das Gedenken ohne Namensnennung unvollständig bleibt. Ein Freund hat nachgerechnet, dass die Personenregister meiner Bücher etwa 5.000 Namen enthalten. Nachdem 1955 die zwei preisgekrönten Entwürfe für das Holocaust-Denkmal nicht verwirklicht wurden, erschien im September 1995 ein Sammelband, der Wettbewerb um das Holocaust-Denkmal, mit Texten von über 30 Autoren. In meinem Beitrag habe ich einen Vorschlag für die Gestaltung der Gedenkstätte am Mahnmal gemacht, den ich in der Berliner Zeitung vom 19. November 1997 wiederholt habe. Unter Punkt 2 schrieb ich, ich zitiere: In einer großen Computerdatenbank sollten die bisher bekannten Namen der Opfer mit weiteren biografischen Daten gespeichert, abgerufen und ausgedruckt werden können. Zitat Ende. Als Urheber dieser Idee freute es mich natürlich sehr, dass am Ort der Information des Holocaust eine Datenbank von Yad Vashem mit 3.500 Millionen Opfernamen installiert wird. Es ist auch mein Wunsch, dass dort auch die Datei der Judenretter eingerichtet wird. Die 12 Computer im Ort der Information wiegen für mich schwerer als die 15.000 Tonnen Beton, der rund 4.000 Stelen. Übrigens bin ich der Meinung, dass auch das geplante Mahnmal für die Sinti und Roma bald gebaut werden soll. Die Differenzen über den Text der Inschriften sollten bald gelöst werden. Das Gleiche gilt für das Mahnmal für die verfolgten Homosexuellen. Ich komme jetzt zum Schluss. Und zwar Gedenken. Ich gedenke heute mit großem Schmerz meines Vaters David, meines Bruders Samuel, meiner von Großmutter Lea Wellner, viele Cousins, Onkels und Tanten. Mein Cousin Jean-Marie Kardinal Lustiger wurde vom Papst beauftragt, ihn bei den heutigen Feierlichkeiten in Auschwitz zu vertreten.
In einem langen Telefonat vorgestern hat mir Jean-Marie unter anderem erklärt, dass der Papst ihn erwählt hat, auch um die Shoah-Opfer und das jüdische Volk zu ehren. Er wird in wenigen Stunden in Auschwitz sprechen und dabei seine Mutter, meine Tante Giselle Lustiger, unsere gemeinsame fromme Großmutter Mirna Lustiger und andere Opfer unserer Familie gedenken, die in Auschwitz umgebracht wurden. Ihr Schmam Baruch, ihr Andenken sei gesegnet. Die Wege der Erinnerung sind schwierig, aber solange wir leben, sollten wir sie alle in unserem Gedächtnis behalten. Die 6 Millionen unserer jüdischen Brüder und Schwestern, davon 1 Million in Auschwitz, die ermordet worden sind. Die anderen Opfer der Nazis, ohne Unterschied ihrer Herkunft, Religion oder des Grundes ihrer Verfolgung. Die Retter und die Widerstandskämpfer aller Nationen. Die Soldaten der 100. Division, die heute vor 60 Jahren Auschwitz befreiten und dabei fielen. Unter ihnen der sowjetische Moslem, Leutnant Gilmudin Baschirow. Wir gedenken mit Dankbarkeit der Soldaten der alliierten Armeen, die bei unserer Befreiung gefallen sind. Ihre Namen und ihr Gedenken seien gesegnet und unvergessen. Es war mir eine Ehre, meine sehr verehrten Damen und Herren, am 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz vor Ihnen zu sprechen und meine Erinnerungen, Gedanken und Gefühle mit Ihnen zu teilen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Anteilnahme. Ich danke vielmals. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich ein bisschen Beifall bekomme. Aber Standing Ovation, das habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht erhofft. Dafür danke ich Ihnen sehr. Aber ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Ich darf jetzt, meine Damen und Herren, meinen besten Freund Wolf Biermann ankündigen. Sein Vater, Dagobert Biermann, er war Widerstandskämpfer und jüdischer Kommunist, ist im Zusammenhang mit dem Spanischen Bürgerkrieg, über den ich geforscht habe, zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, die er abgesessen hat in Bremen, ist anschließend nach Auschwitz gebracht worden, wo er ermordet wurde. Zur gleichen Zeit wurde mir die Auschwitznummer dort eintätowiert, als Arbeitssklaven. Wolf hat das bedeutendste poetische Werk über die Shoah aus dem jiddischen Original ins Deutsche übertragen. Und ich habe ihm dabei etwas geholfen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass mein Freund Wolf jetzt Ihnen das vortragen wird. Ich danke Ihnen vielmals. Sag nicht keinmal, dass du gehst dem letzten Weg. Sag nie nicht, du gehst den allerletzten Weg. Unsere heiß ersehnte Stunde ist schon nah. Trommeln werden unsere Schritte, wir sind da. Unsere heiß ersehnte Stunde ist schon nah. Trommeln werden unsere Schritte, wir sind da.
Ja, Arno? Das Lied von Hirschklick. Hirschklick schrieb es als junger Kerl, 21 Jahre, im Ghetto Wilna, als er gehört hatte vom Warschauer Aufstand. Im Ghetto Warschau. Ein Jahr später wurde er erschossen als Partisan im Kampf. Hat aber überlebt. In diesem berühmten Partisanenlied. Dieses Lied, ich schrieb's mit Blut und nicht mit Blei. Und ist nicht kein Lied vom Vogel, froh und frei. Unser Volk hat es gesungen an der Wand, in Ruinen mit Pistolen in der Hand. Unser Volk hat es gesungen an der Wand, in Ruinen mit Pistolen in der Hand. Sorg nicht keinmal, als du gehst im letzten Weg. Yitzhak Katzenelson ging seinen letzten Weg etwas kompliziert. Im Warschauer Ghetto mit seiner Familie, seine Frau Hanna und seine beiden kleinen Söhne waren schon in Treblinka ermordet. Der Aufstand hatte gerade begonnen. Da geriet er auf romanhaft komplizierte, verrückte Weise in einem Sondertransport vom Warschauer Ghetto mit einem gefälschten südamerikanischen Pass in ein Sonder-KZ in Vittel, am Fuße der Vogesen, im besetzten Frankreich, wo die Gestapo ein Sonder-KZ, sie nannten es übrigens Vorzugs-KZ, eingerichtet hatten, wo sie Juden sammelten, die sie tauschen wollten gegen deutsche Staatsbürger im Feindesland, die heim ins Reich wollten, Mensch gegen Mensch. In diesem KZ Vittel schrieb Katzenelson sein Opus Magnum, sein großes Gedicht. Er wollte ein hebräischer Dichter sein und war es ja auch. Aber als es ernst wurde, als der Tod nah war, ließ er sich doch zurückfallen von der Vatersprache, Hebräisch, in die Muttersprache, die Mameloschen, die verachtete jiddische Sprache. 900 Verse, ein Riesenwerk. Als er fertig war, vergrub er es in drei Flaschen unter einem Baum in Vittel. Die drei Flaschen wurden gefunden, deswegen haben wir es ja. Aber er selbst entkam nicht. Mit seinem Sohn Zvi, der war 17, geriet er auf den Transport, weil ja keiner diese falschen Südamerikaner, die Juden, haben wollte, nach Drancy, Paris. Das war die Drehscheibe nach Auschwitz. Am 1. Mai kam er dort an und wurde auch gleich vergast, hat aber überlebt. Mit dem Poem Das Lied von einem ausgehagelten jiddischen Volk. Arno Lustiger hat mich reingezogen in dieses Gedicht. Und so heißt es dann auf Deutsch: Großer Gesang vom ausgerotteten jüdischen Volk.
Einige Verse will ich Ihnen davon zeigen. Mehr gegen Ende des Gedichtes, wo er nicht nur die Leiden im Ghetto schildert, sondern, das ist ja auch Arnos Hauptinteresse, den Widerstand der Juden. Die Mila-Straße. Es gibt in Warschau eine Straße und das ist die Mila-Straße. Reißt das Herz euch aus der Brust? Legt, wo das Herz war, ein paar Steine rein und reißt euch aus dem Kopf die Augen. Presst euch auf die leeren Höhlen ein paar Scherben drauf, tut so, als hättet ihr es nicht mitgekriegt, nie was gewusst und nichts mit angesehen. Stopft eure Ohren zu, seid taub und merkt euch alles haargenau. Das heißt, vergesst. Die ganze Mila-Straße war ein einziges Verstecke-Labyrinth. Und was blieb übrig? Wenig. Unser Weinen, ihr Gebrüll. Entweder knallten sie uns gleich ab oder haben uns weggeführt auf irgendeinem Wüstenweg zum Tod in diesem Jammertal. Ich sah dort Zuckermann, ein Kommandant, und mit dem Yitzhak Zuckermann auch Sivia, eine tapfere Frau. Sie war das schönste Menschenkind, das unser mieser Erdball trug. Gefahr? Gefahr. Mir hat es überhaupt nichts ausgemacht. Im Gegenteil, für mich war es viel, war alles, alles leider ein bisschen viel. Zu spät. Ach, was? Was red ich denn daher? Es ist im Grunde nie zu spät. Und hat der letzte Jude wenigstens noch einen Mörder umgebracht, dann rettet er damit sein Volk. Man kann nämlich ein ganzes Volk, das ausgerottet ist, noch retten. Also rettet, habe ich ihnen zugeredet. Ich habe die jungen Leute angestachelt, angefeuert und bestärkt. Und das hat nicht nur sie, das hat mich selbst auch stark gemacht. Die Chaluzim bezogen ihre Posten. Alle haben sich verteilt, dicht an der Tür. Die Treppe hoch im Flur, am Kellergang, vom Fenster aus sah einer auf die Straße runter. Was passiert, hat er uns zugeflüstert. Durch einen Schlitz sah ich, da sind schon wieder welche festgenommen. Schau, sie werden abgeführt zum Umschlagplatz. Sie laufen von SS bewacht die Straße lang. Sie sagen keinen Ton, die Köpfe tief gebeugt. Ach, meine Letzten, ihr vom Judenvolk, stocktaub möchte ich sein und lieber blind. Still! Ein Getrampel. Knobelbecherschritte. Deutsche, zwei, hauen panisch ab. Die kommen wieder und genau hierhin zu mehreren. Sie legen Feuer am Gebäude da. Jetzt brennt das kleine Haus gerade gegenüber. Von der Feuerwehr ein Held, anstatt zu löschen, facht er noch die Flammen an und schreit auf Polnisch zu dem Deutschen. Ganze drei sind da noch drin, versteckt. Nun schleppt man sie heraus, sie wehren sich. Schon rötet sich der weiße Schnee, das Blut dampft in der Kälte. Still! Psst! Jetzt sind sie schon bei uns. Ich sehe nicht das Gesicht von diesem Deutschen, sehe nur seinen Rücken, sein Gewehr. Ich sage dir, dass keiner diesen Deutschen in den Rücken schoss. Der erste fiel, der andere auch. Die Kugel traf ihn vorne in die Brust. Die Juden schießen ja. Die Juden schießen ja, hat noch der eine von den Zweien erstaunt geröchelt. Gutmann, Zacharia, hat geschossen, der Eliezer auch, Chaluzim und Pfadfinder von Hashomer Hatzair. Er hat's kapiert, ja, Juden schießen auch.
Das hat er nicht gewusst. Das hat den Deutschen überrumpelt, schwer verwirrt. Die Juden schießen ja. Er röchelte dies deutsche Wort als unrein seine schwarze Seele aus dem Körper weg. Böses Erwachen, reichlich spät im letzten Sterbehauch. Und mit der Kugel hat ein Staunen da den Deutschen kalt erwischt. Die Juden schießen ja, Verbrecher, Mörder, Mord. 80 Millionen Mörderfressen röchelten im Schreck. Die also auch, wie wir, so machen es die Juden auch. Weh, weh über uns. Wir Jitten können auch. Wir können, ach, wir können widerstehen und töten. Auch wir, auch. Auch wir. Wir können aber etwas, was ihr Deutschen nie und nimmer fertig bringt, auf dieser Erde den Nächsten leben lassen. Ihr schlachtet hin ein Volk, das wehrlos seine Blicke hoch zum Himmel schickt. Ach, ihr, das könnt ihr eben nicht, nicht morden. Denn ihr kommt schon aus dem Mutterleibe mit dem Schwert. Ich kenne euch. Trifft mein Wort auch nicht wie meiner Väter Wort, bin kein Prophet. Und doch durchschaue ich euch so gut wie sie. Und als man Anfang Juli anfing, uns zu schicken auf Transport, aus Warschau raus, fort in die Todeslager. Ja, ich hätte auch geschrien wie unsere jungen Kämpfer, als beratschlagt wurde und beschlossen, nie, nie lassen wir uns schlachten. Wenn schon, dann Tamut Nafshi. Tamut Nafshi. Die sollen alle mit uns hops gehen, überall, wo sie uns massakrieren. In der Ukraine und in Litauen, in Wolinien, in Lublin. Und dann kommt der letzte von den 15 großen Gesängen. Das Ende, schreibt der Dichter. Feuer flackern über Warschau in den Himmel hoch, der hüllt bei Tage sich in Rauch, grell in die Nächte flammt das Licht. Das hatten wir schon mal erlebt, vor langer Zeit, und anders, Gott wies durch die Wüste uns den Weg als Feuersäule in der Nacht, bei Tag als Wolkensäule. Und mit Freuden ging mein Volk, gestärkt im Glauben, seinen Weg voran mit seiner ewig jungen Zuversicht. Und jetzt das Ende. Ausgetilgt von dieser Erde sind wir. Schluss. Ganz gleich, ob groß, ob klein, man hat uns diesmal alle umgebracht. Warum? Oh, fragt mich nicht und frage niemand noch, warum. Denn jeder weiß Bescheid, vom Nettesten bis hin zum ärgsten Goi. Der Arge half den Deutschen und der nicht so Üble schaute bloß mit einem Auge hin und mit dem anderen tat er so, als ob er schlief. Lass sein, es wird keiner Rechenschaft einfordern, keiner fragt und forscht, wie konnte das geschehen? Schluss mit der falschen Scheu, wir sind nun einmal freiwillig, jeder darf uns. Wir sind vogelfrei, für die modernen Menschenfresser sind wir nichts als Corned Beef. Nein, mein Warum bekümmert keinen Lebenden mehr auf der Erd, nur tote Steine. Fragen in den Häusern, die jetzt leer dastehen. Und jede unbewohnte Wohnung fragt in Orten, die verwüstet sind, in 100 Städten, 1000 Städtchen. Was habt ihr gemacht? Die
Mauern fragen, denn sie sind ja gar nicht leer geblieben. Nein, es schickt ein anderes Volk sich an, in unsere Häuser reinzugehen. Ein anderer Menschenschlag mit anderer Sprache zieht jetzt ein. Und anders ist der Tag dem hell und anders dunkel seine Nacht. Es wird die Sonne, wenn sie aufgeht über kleinen Flecken, nie mehr einen Juden treffen, nicht in Litauen und nicht mehr in Polen. Noch trifft die Sonne einen Alten, der am Fenster steht und strahlt, und keinen, der in Bart sich ein paar Psalmen murmelt, keinen, der zur Betschule eilt. Gewiss, die Morgensonne wird wie eh und je den Bauern mit der vollen Fuhre auf seinem Weg zur Stadt einholen zum Jahrmarkt, aber lauter Gäuem, ein Gewimmel, was ein Gräuel, denn proppevoll wird's auf dem Markte sein und dennoch tot und leer. Und Judenkinder wachen nie mehr auf aus keinem Schlaf, voll lichterfüllter Träume morgens, wenn die Hähne krähen, und gehen nicht mehr zur Schule, spielen nie mehr im Sand und machen keinen Ulk, sehen nie mehr eine Spatzenschar. Ihr lieben kleinen Jungs mit eurem tief beseelten Strahleblick, ihr Engelchen von dieser Welt, ihr Mädchen, sanft und schön, ihr allerliebsten Kätzchen, immer wart ihr sauber abgeleckt, auch wenn's Gesichtchen schmutzig war und wirr das Haar. Fragt nach Sholem Alechem und Bialik, nicht ihr überm Meer, nicht nach Jehupetz, Kasrilivke, es lohnt nicht, wenn ihr greint. Fragt keiner mehr nach Menschen wie Menachem Mendelech, kein Milchmann wie der Tevje, nagt jetzt noch am Hungertuch. Es klagt aus alten Büchern nur wie aus der Bibel der Prophet Jesaja jammert, Jeremias, Jeheskel, Hosea, so wie Amos weint, so wie der Held von Shalom Asch, Reb Shloime Nagid spricht und sein Ganove Motke, alle gibt's nur noch als schönes Buch. Der Tora-Stimme wird verstummen, die Yeshivas stehen leer, Betstuben gibt's nicht mehr. Kein bleiches Talmud-Schülerlein, vergeistigt von der Lernerei, vom sich vertiefen in den Text. Ach, Quatsch, bleich! Was sag ich? Hell erleuchtet war so ein Angesicht. Nun ist es ausgelöscht. Rabbiner und Rektoren, Schriftgelehrte und Genies. So mager und zerbrechlich waren manche, vollgestopft mit Kommentaren, Bibelversen. Kleine Juden mit dem Forscherkopf, mit hoher Stirn und klarem Blick vorbei. Zertreten ist das Licht. Nie werden Juden und an keinem Ort, in keinem Kampf mehr stehen. Sich opfern? Nimmermehr. Irgend so ein Wohlwild fremder Leut. Wir werden nicht mehr heilen, ungeachtet eigener Leiden, wollen nicht mehr euer Elend lindern, mildern nimmermehr des fremden Schmerz. Bekloppter Goy, du blödes Vieh, du hast von hinten abgeknallt den Jud. Dich selber aber traf die Kugel auch, nun sag, gereut dich deine Dummheit? Keiner bringt nunmehr dein Land zum Blühen und keiner schenkt dir nochmal Seele, Geist und Herz. Und meine Kommunisten, Hitzköpf, nie mehr machen die sich breit, bekämpfen nie mehr meine treuen Freien, Briederlech vom Bund. Ach, die und unsere.
Dabei trugen beide gleich und stolz das Joch der Welt. Und jeder von uns hat gekämpft, gelitten und gestrebt. Chaluzim, unsere Jungen haben an die Menschheit sich verschenkt. Verflucht hab ich so oft, dass ihr euch beißt wie Katz und Hund mit unseren Roten. Doch nun jammert mich das Ende dieses Streits, denn würdet ihr noch streiten, wüsste ich wenigstens, ihr lebt. Weh mir! Da ist nicht keiner mehr. Und war mal ein Volk. Vorbei. Und ausgelöscht, ein ganzes Volk. Uns gibt es nun nicht mehr. Verflucht. Was für ein Geschichtchen. Mit einem Bibelchen begann's. Von Moses stets geschrieben. Schönes Märchen, traurig, aber wahr. Vom Kampf am Sinai mit Amalek bis hin zu unserem ärgsten Feind, dem Deutschen. Gott. Oh, weite Himmel. Breite Erde. O gewaltig Meer, vernichtet all die Schlechten, vernichtet all die Schlechten nicht, vernichtet all die Schlechten nicht auf dieser Erde, lass sie machen. Ja, sie selber werden sich vernichten. Alle. Und für immer da. Tja, Arno. Diese zornige Schmerzensprophetie von Katzenelson hat sich ja wunderbar als falsch erwiesen. Die Deutschen haben sich nicht ganz und gar selbst vernichtet, sondern haben sich verändert, zum Glück doch um einiges. Etliche haben sogar was begriffen. Das Volk der Juden wurde auch nicht vollends ausgerottet. Und darum kommen wir ja auch 60 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hier unter dem gläsernen Dach des Parlaments in Berlin zusammen. Auch heute und in Zukunft soll keinen nachgewachsenen Judenfressern der Versuch gelingen, eine Endlösung der Judenfrage zu versuchen. Und zwar nirgendwo auf der Welt. Nicht nur hier in Deutschland nicht.
Stimmt, Arno. Du warst gerade in Auschwitz, als mein Vater dort hingeriet und hatte nicht das Glück. Er wurde noch registriert, das weiß ich. Aber dann geriet er doch ins Feuer durch den Schornstein in einen Himmel, wo er übrigens nicht viel Platz hat, wie es in dem Gedicht von Paul Celan heißt. Dieser Himmel ist viel zu eng für unsere Toten. Meine Mutter hat oft beklagt, dass mein Vater nicht für länger verurteilt wurde, weil sie sich einbildete, er hätte im Gefängnis in Bremen vielleicht überleben können. Aber 1943 wurden die Gefängnisse von Juden gesäubert. Und so geriet er also nach Auschwitz. Als ich rausflog aus der DDR, hatte ich zum ersten Mal die Gelegenheit, in andere Länder zu reisen. Und wenn ich in anderen Ländern bin, mache ich das, was viele machen. Ich gehe auch gerne auf die Friedhöfe. Wie die Leute mit ihren Toten umgehen, sagt ja auch allerhand, ob sie lebendig leben, die Lebenden. Auf Kreta fand ich einen Friedhof für Führer und Vaterland. Da schlafen viel deutsche Soldaten im Hügel am Straßenrand. Und über ihnen wuchert der gelbe Rosinenwein. Zu süß, der Wein für Rosinen, den stopft ich in mich. Den stopfte ich in mich rein. Und auf Formentera, da wohnen die Toten bequem direkt am großen Autofriedhof. Das hat mich ein bisschen geschreckt. Mit ihren Waffen, so liegen die Toten bereit, mit ausgeschlachteten Autos zur Fahrt in die Ewigkeit, zur Fahrt in die Ewigkeit. In Moskau, der Nonnenfriedhof, da liegen mit Bildchen und Stein die Mörder und ihre Opfer. Sie liegen Gebein an Gebein. Und fluchen und wimmern und stoßen und kratzen einander wund und schreien mit blutiger Erde im aufgerissenen Mund. So graste ich manches Grab ab, fraß Blumen verwelkt in mich rein und lud mir auf die Seele in Prag einen Judenstein. Die Toten leben ganz eigen, die reden so still und klar, sogar ihre Lebenslügen, die werden im Schweigen, die werden im Schweigen wahr. Ich
Ich weiß es, die Toten leben. Und wollen, dass sie einer besucht? Wer kalt an den Kalten vorbeigeht, der wird verhext und verflucht. Ich nicht, meines Vaters Grabstein steht überall. Ich brauch sein Grab nicht lange suchen. Es ist so leicht zu finden. Dort, wo ein Schornstein braucht.